Ja, begrüße euch zum nächsten Trailerchen heute am 19.02.2024. Kommt dann aber auch erst morgen raus. Ich habe ja gesagt, im letzten Witz eine Ankündigung getroffen, ja, dass das Mailabjerchen dann noch was gemacht hat. Das wäre jetzt hier wieder das Top-Topic auf jeden Fall, dass da mit der, dass sie da in die Politik gehen möchte. Das hat sie dann selbst später als Fake News konterkariert und ja, das sollte wohl dann auch so irgendwo ein Aufhänger sein. Verstehe ich ja auch irgendwo, why not? Das ist jetzt noch nicht unbedingt zu kritisieren. Soll natürlich dann auch wieder viele Klicks generieren, viele Zuschauerzahlen. Aber auch der Beitrag setzt sich genauso fort wie die unsäglichen Beiträge, wenn ich das so sagen darf, von ihr auf dem normalen Level. Also wie dieser, ja, sie ist ja, promovierte Chemikerin und ja, also da kann es einem dann auch wieder so ein bisschen vergehen tatsächlich. Aber andererseits, was interessiert uns das Geschwätz von MyLab von gestern, wenn die jetzt hier ein hochdotiertes Angebot bekäme, will ich es auch gar nicht abstreiten, dass sie dann nicht jetzt davon zurückrudert und tatsächlich in die Politik geht. Es ist nach meinem Dafürhalten wieder ein absolutes Framing. Jetzt nicht unbedingt eine komplette Desinformation, weswegen ich das Filmchen ja dann mit 4 minus, 5 plus, 4 bis 5 bewertet habe, aber trotzdem nach wie vor subirdisch auf jeden Fall. Gibt aber wahrscheinlich, na, es geht nicht nur um MyLab, aber das ist jetzt wirklich hier der, in Anführungszeichen, Big oder ja, Little Point, wenn man so sagen darf. Wiederzuschauen bei VK, BitChute, Odyssey, getrailert bei Rumble und dreimal YouTube. Wer das dann sich reinziehen möchte, einfach die Lieblingsplattform ansteuern und dann vielleicht bis gleich. Macht's gut. Tschüss.